andere Hälfte. Guten Tag. Das kannst du gerne haben. Das kauft mir jemand ab. Willst du das kaufen? Damit kann ich dir auf jeden Fall dienen. Eine gute Entscheidung. Das habe ich auch. Nichts weiter? Ich muss gehen. Bleib gesund. Langsam, Halfdan. Dann behältst du den Trank besser bei dir. Trink den Rest. Ja, danke, Moira. Das ist vorerst alles. Kräuter lüften vorübergehend den Nebel in meinem Geist. Wie lange bereitet sie diese denn schon für dich zu? Du schindest Zeit, Eivor. Sag mir, was du erfahren hast. Welche Neuigkeiten aus dem Norden? Die Pikten wurden zurückgeschlagen. Wir nahmen ihre Leben und ihre Schätze. Faravid bat mich, dir dies zu übergeben. Verspottet er mich? Faravid vergiftet den Wein, den er mir schenkt. Diese Kelche sind ein grausamer Scherz. Er lacht über mich. Wir beuteten tatsächlich einige Fässer voll fränkischem Schwarz. Er sagte, sie seien für dich. Doch ich ließ ihn ein Fass öffnen. Wir tranken zusammen. Von Gift keine Spur. Sprich klar heraus, Eivor. Schmiedet er Ränke gegen mich oder nicht? Hat er Geheimnisse? Gib mir etwas, das ich nutzen kann. Nun musst du zwischen Verrat und Wahnsinn wählen. Zwischen dem Zahn der Schlange und dem Biss eines tollwütigen Wolfes. Faravid erbat sich mein Schweigen, doch Halfdan erwartet die Wahrheit. Wenn ich nicht vorsichtig bin, werden sich diese Lügen anhäufen, eine auf die andere. Du bist schrecklich still geworden, Wolfsmal. Ich habe schwere Schlachten an Faravids Seite geschlagen und ihn als ehrbaren Mann kennengelernt. Nein, nein, dieser Mann ist gerissen. Er hat dich auch in das Licht geführt. Du musst weitersuchen. Wo ist er jetzt? Was tut er? Wir sollen uns im Heidelager treffen. Gut, geh zu ihm, beobachte, höre zu, enthülle seine Lügen. Du wirst sie finden. Wenn du dich vor Gift fürchtest, Herr, musst du alles in Betracht ziehen. Selbst Moiras Gebräu. Unmöglich. Moira ist schon seit Ewigkeiten bei mir. Sie ist keine Drude, sondern eine freundliche und...
Vielleicht könntest du mit ihr sprechen, es selbst herausfinden. Sie wohnt in Doncaster, nicht weit von hier. Wenn du etwas erfährst, suche mich nördlich von Doncaster auf. Einer meiner Späher dort hat beunruhigende Neuigkeiten. Bei Fuß, Björn. Wir gehen spazieren, hinunter zum Tempel. Einen guten Kelch sollte man nicht verschwenden. Ich sollte mit Moira über dieses Gebräu sprechen, das sie öfter angibt. Moira ist nicht hier. Aus Wieke. Sie wird dorthin gegangen sein. Ich sollte nach Wieke Moira suchen. Er ist der beste Wanderer, schon. Er klingt irgendwie am Drilling. Ein kleines Dorf, welches Haus wohl Moiras ist. Hm.
dort am Schmied. Überblicke das Land, Freundin. Komm schon raus, du Heidenbraut! Was soll die Aufregung? Halt du dich da raus! In dem Haus ist eine Drude. Wir sind hier, um es niederzubrennen. Sie ist keine Drude. Sie ist Halfdans Heilerin. Das beweist es. Düstere Magie! Verschwindet hier, sonst schlage ich euch blau. Er muss von der anderen Seite versperrt sein. Meine Güte, du gehörst nicht zu denen. Du musst mir helfen, zu entkommen. Moira, wir müssen weg, bevor sie dein Haus in Brand stecken. Ich kann da nicht raus. Die werden mich ergreifen und lebendig verbrennen. Also, ich sehe zwei Auswege, aber beide haben ihre Gefahren. Tu, was du tun musst, nur beeil dich. Ich gebe mich in deine Hände. Du schreist ordentlich auf und fällst hin. Dann trage ich dich durch den Mob, als ob ich dich schwer verletzt hätte. Oh Gott im Himmel, hab Erbarmen. Ja, ist gut, ich tue es, was immer nötig ist. Dann überzeugen wir mal. Sind sie fort? Dem Licht sei Dank. Hier sind wir sicher. Hab Dank, Eivor. Ich danke dir tausendmal. Und würdest du dein eigenes Gebräu trinken? Ja, sogar gerne. Tatsächlich tue ich das recht häufig, bevor ich es Halfdan gebe, um sicherzustellen, dass es nicht zu bitter ist. Wenn du sagst, dass es keine Heilung für Halfdans Leiden gibt, dann meinst du, dass sein Geist verwirrt ist, nicht wahr? Ich befürchte es. Dasselbe Übel befiel auch meine Mutter. Der Körper bricht zusammen und der Geist zerfällt mit der Zeit. Es ist schrecklich. Kannst du seine Krankheit damit heilen? Meine Medizin soll seinen Schmerz lindern. Nicht ihn heilen. Ich fürchte, es gibt keinerlei Mittel gegen Halfdans Leiden. Ich sollte zu Halfdan zurückkehren. Er sagte, er wäre am Tempel der Brigantia. Sprich das ihm gegenüber nur sehr vorsichtig an, wenn überhaupt.
brauche hier drüben Hilfe. Ich kann mir keine Fehler erlauben. Verriegelt. Halfdan, gut, dass ich dich hier finde. Ach, der Rabennäherer kehrt zurück. Und nun still, ich jage eine Gruppe von Verrätern, die sich in diesem Sumpf rumtreibt. Wer hat dir von den Abtrünnigen erzählt? Mein Speer. Er bat mich, zu ihm zu kommen, aber ich finde ihn nirgends. Sieh dich um. Sag mir, wenn du etwas gefunden hast. Eivor, such die Vorsprünge und Aussichtspunkte ab. Er könnte uns von oben beobachten. Olaf, sprich mit uns. Wo bist du? Huh?
Er klammert sich ans Leben. Ich sollte ihn nach unten tragen. Ich habe deinen Speer gefunden, doch seine Wunden sind tief. Olaf. Armer Olaf. Er wird mit Ehren begraben. Dafür sorge ich. Geh über die Brücke, alter Freund. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Jonton könnte die Angreifer aufspüren. Hol sie dir, Junge! Guter Junge! Folge der Spur! Erschnüffle sie, Junge! Wir färben den Boden mit ihrem Blut! Wer sind diese Männer, die du des Verrats verdächtigst? Diebe, die meine Kriegsbeute gestohlen haben. Sieht verlassen aus, ist es. Die Spur endet, aber niemand ist hier. Hier, ein versteckter Eingang. Vielleicht sind sie ja da unten. Du hast es geschafft. Wir müssen uns beeilen. Die Rohre sind geplatzt und haben den Tunnel überflutet. Selbst dieses alte römische Werk kann sich nicht dem eisigen Kuss der Wintergöttin widersetzen. Sieh dort. Die Rohre gehen durch die Wand. Könnte es dahinter noch Räume geben? Eivor, da ist etwas. Moment, wir finden einen Weg. Ich brauche Hilfe! Die Römer verstanden ihr Handwerk. Diese Kammern sind weitläufig, hübsch anzusehen und mit Rohren bestückt. Sie wurden wahnsinnig und verschwanden, wie ihre Götter. So steht es in Moiras Büchern. Ah, hier! Siehst du? Kriegsbeute! Meine! Mir gestohlen! Man setzt mir von allen Seiten zu, Eivor. Ränkeschmiede überall! So ergeht es, Königen und Jarls. Dein Reich ist groß und wohlhabend. Jeden Tag ändern meine Entscheidungen das Leben von Tausenden. Nur wenige könnten diese Bürde tragen, doch ich tue es. Du hast Moira getroffen. Was hast du erfahren? Sie meint es gut. Ich glaube nicht, dass sie dich vergiften würde. Nicht mit Absicht. Sie sagte zudem, sie hätte deine Krankheit schon einmal gesehen. In ihrer eigenen Familie. Sie sei schleichend, doch unheilbar. Nein, nein, nein. Das ist keine Krankheit, sondern Gift. Irgendwie vergiftet mich jemand. Horch. Das werden die Diebe sein, die meinen Schatz gestohlen haben.
Wolfsmal und Halfdan, seid gegrüßt. Kommt, füllt eure Bäuche mit Met. Ihr habt meinen Tribut gestohlen. Er gehört rechtmäßig mir. Er war für mich bestimmt. Wir haben nichts gestohlen. Faravid hat uns dies geschenkt. Für einen schweren Tag des Kämpfens. Und nahmt ihr meinen Speer, Olaf, mit in diesen Kampf? Euren Waffenbruder? Musste er auch für diesen Schatz sterben? Das war Olaf? Dieser Narr. Wir dachten, er wäre ein Dieb. Die einzigen Diebe hier sind die, die meinen Met saufen und mein Silber mit Spucke polieren. Ihr, Feiglinge und Verräter! Diese Beute steht uns zu, Jarl. Für gewonnene Schlachten und vergossenes Blut. Eivor, sag es ihm! Sie nahmen nur ihren rechtmäßigen Anteil. Ihr seid verräterische Würmer. Doch Eivor scheint zu glauben, dass ihr Gnade verdient. Also lasse ich sie diesmal walten. Bringt meine Beute nach Doncaster und ich streiche diesen Tag aus meinem Gedächtnis. Das kann ich nicht tun. Das ist unser Anteil. Wir kämpften dafür. Wir töteten und bluteten dafür. Wenn wir den Ruhm nicht bekommen, so verdienen wir unseren Anteil. Schluss mit dem Gebell. Sie zwangen mich dazu. Beherrsche deine Angst, Halfdan. Sie kann deinen Geist vergiften. Faravid hat diesen Mann getötet, nicht ich. Seine Tücke und Ränke zwangen mich dazu. Vergib mir, ich. Unter diesen Fellen wird mir heiß. Die Tage werden wärmer. Du hast ein Treffen mit Faravid. Ist das richtig? So ist es, im Heidelager. Ich kenne den Ort. Die Stelle befindet sich zwischen Jofovik und Pitscheringer. Bedränge ihn, Eivor, so sehr es geht. Lass nie nach und bringe mir einen Beweis seines Verrats oder seiner Unschuld. Verräter, Diebe, kein Recht. Sie hatten kein Recht. Es gehört rechtmäßig mir. Ja, fahre wie die Ratte. Worte sind giftig.
Sieh mal nach, Sühnen.